erstmal hier wieder zumachen. Okay. Na gut. Wie machen wir das denn am blödesten? Ich mach erstmal hier, lege ich den Boden aus. So. Dann machen wir das da weg. Damit wir hier mal eine Ebene haben. Okay, jetzt. Ich lasse den Sandstein, wie er ist. Aber ich kleide das dann mit Kobbel so ein bisschen aus. Damit das trotz allem ein bisschen gleichmäßiger wirkt. Yes. So ungefähr. Das machen wir dann so. Ich muss mehr Kobbel holen, ne? Gehe ich mal schwer von aus. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Haben wir ja alles. Haben wir ja alles zur Verfügung. Jetzt kümmere ich mich hier noch drum, das hier ein bisschen eben zu machen. Ja. Ich will, dass das am Ende eine schöne symmetrische Form ergibt. Wie immer. Muss alles symmetrisch sein. Alles. Okay. Dann machen wir das hier so. Jawohl, ja. Und hier machen wir dicht. Und der ganze Stuff hier kommt komplett weg. Na bitte. Ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt brauchen wir Kobbel. Ich suche derweil mal noch was raus. Kleinen Moment, ich muss da mal scrollen. Was war dein persönlicher Grund, mit Videos anzufangen? Ich weiß nicht, ob ich das Thema schon mal angesprochen hatte. Falls ja, ist wurscht, mache ich nochmal. Langeweile. Das war alles. Ende der Geschichte. Nee. Ich habe früher schon gern speziell englische Reviews geguckt und sowas. Und irgendwann war mir langweilig und da hab ich mir gedacht, oh, machst das auch. Und das war es eigentlich auch schon. Es gab jetzt keine super riesen Story, dass mich irgendjemand super inspiriert hat oder sowas. Ich habe nur irgendwann mal Reviews gesehen und dann später auch mal ein Let's Play und habe mir gedacht, jo, dann mach mal. Der Grund, weshalb ich angefangen habe, war pure Langeweile. Weil ich neben meinem damaligen Job abends halt nichts mit mir anzustellen wusste. Und hab dann halt angefangen, Videos zu machen. Das ist der ganze Zauber dahinter. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu wissen. So. Jetzt machen wir hier noch frei. Okay. Dann. Du bist kein Stein. Du bist ein Hühnchen. Ein totes Hühnchen. Unglaublich. Die Hühnchen von heute werden immer dreister, sag ich euch. So, und jetzt machen wir da eine schöne Treppe runter. Da kommen dann Stufen drauf und dann soll es das auch schon fast gewesen sein, würde ich sagen. Theoretisch kann man das hier so machen. So. Ja, das ist schön. Dann nochmal eine Fackel drauf. Huch. Okay.
genau hier. Schön. Schön, 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 schön. Und jetzt machen wir das noch so. Jawohl. Und jetzt kommen da Treppen ran. Plopp, plopp, plipp, plopp. Und da nochmal. Und hier nochmal. Und hier. Und hier. Sieht doch recht cool aus. Gefällt mir. Fettes Like, ey. Da unten die zwei Sandblöcke gefallen mir nicht so ganz. Und dieser eine Sandsteinblock, der gefällt mir auch nicht. Besser. Ja. Das kann man hier noch so ein bisschen... Oh. Moment. Tada. So, dann kommen hier die Fackeln weg. Und da hin. Wunderschön. So, da. Und da. Da. Moment, dann machen wir da draus allerdings auch nochmal einen Kobbelblock. So. Das ist doch cool. Glaube ich. Okay, und dann machen wir hier. Stopfen wir noch Cobblestone rein. So wie... Da. Und hier kommen dann nochmal Stufen ran. Genau wie hier. Ja. Das gefällt mir. Oh, und die Sonne geht unter. Schöner Sonnenuntergang im Shader. Schöner Sonnenuntergang. So viele Kühe hier. Was ist da los? Was wollt ihr alle hier von mir? Geht weg. Vor allen Dingen bringen die mir gerade wertvolles Fleisch. Fleisch. Komm her, komm her. Ich tue dir nichts. Also, nicht viel. Also eigentlich töte ich dich. Das ist schon ziemlich viel. Hm. Na dann. Okay. Okay. Mehr Kühe. Was zur Hölle? Wie viele Kühe sind hier auf einmal gespawnt? Ich habe eine Kuhfarm. Ich brauche euch alle nicht. Ihr seid voll unnötig. Oh, die Sonne geht unter. Oh, was machst du denn? Du kannst doch nicht einfach hier mein... Moment, waren da nicht zwei Schweine im Was? Na egal, gehen wir schlafen. Katastrophe. Sieht wieder so komisch aus. Liegt wahrscheinlich an dieser Player Models Mod, die ich drauf habe. Für Custom Player Modelle. Zum Beispiel, wie man hier sieht. Hui, hui. Voll gut. Finde ich, ist eine sehr schöne Mod. Hat mir gut gefallen. Okay. Da hinten sind noch mehr Kühe. Kuh Island. Das ist wie diese japanische Katzeninsel, wo einfach 10 Milliarden Katzen drauf leben. Das gleiche habe ich auch. Nur mit Kühen. Und einem Creeper, hallo. Okay. So, aus dem Weg. Nee, es gibt so ein bisschen Futter.
für mein Bäuchlein. Und dieser Pfeil steckt immer noch hier am Boden. Ich glaub's ja nicht. Wie lange? Der wird hier immer drin stecken. Dieser Pfeil ist ein Monument für sich. Ein Mahnmal an alle Skelette, die hier gestorben sind an dieser Stelle. Oder so. Keine Ahnung. Oh boy. So, noch irgendwo ein Creeper, der sich versteckt hat? Nein, aber dafür noch mehr Kühe. Moment. Also, okay, ich dachte gerade, da fehlt die zweite Kuh. Hiech. Na. Haben die eigentlich die Farbe verändert? Das Let's Play? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Mehr Leder. Früher oder später könnte ich dann auch endlich mal damit anfangen, ein blödes Haus auszubauen, ey. Okay, was haben wir denn da jetzt? 13 Rohre Rindfleischs. Das ist doch super. Die werden wir gleich mal braten. So, und ich werde hier mal wieder ein bisschen total aufgeräumt hier alles lagern. So. Das brauche ich eigentlich erstmal auch nochmal. Die behalte ich mal. Schilder brauche ich auch nicht mehr. Hat Hanni wieder was, über das es sich beschweren kann, dass ich ihre Schilder wieder entfernt habe. Oh, schön. Okay, wunderbar. Achso, und ich möchte demnächst endlich mal diese Mod installieren, mit der ich mir ein richtiges Schiff bauen kann. Muss ich echt mal machen. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal unser Schiff des Todes bauen. Unseren Todeskreuzer. Oder sowas. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Habe ich jetzt noch? Ja. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte mein Essen auch weggelegt aus irgendwelchen Gründen. Okay. So. Das ist schon mal das. Das sieht doch jetzt schon mal ziemlich cool aus, Mensch. Hat alles schon ganz schön Style hier, muss ich mal sagen. Und irgendjemand hat eine recht gute Idee gebracht, ein User. Ich habe jetzt allerdings den Namen nicht mehr im Kopf. Dass es doch ganz cool wäre, wenn ich quasi hier so ein bisschen einfach Höhlen grob aushebe hier im Untergrund. Und dass sich dann meine Gäste eigene Wohnungen hier quasi einrichten können und da drinnen ausbauen können, wie sie lustig sind. Und ich muss sagen, halte ich für eine gute Idee. Werde ich wahrscheinlich auch so machen. Dass die Leute, die dann ins Let's Play kommen, sich hier unten quasi eine Wohnung hinbauen dürfen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Okay. Für die, die sich jetzt wundern, was ich hier mache, ich kundschafte gerade ein bisschen aus. Ich versuche gerade Prioritäten zu setzen, was ich als nächstes ausbauen möchte, jetzt wo der Aufgang zum Dungeon selbst schön gemacht ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir werden uns recht baldigst wieder dem Haus widmen. Denn es wird mal wieder Zeit, dass wir an die Oberfläche kommen, nach 10.000 Folgen im Untergrund. Bist du meine Mama? Ja. Ja, okay. Sheesh. Na gut. Naja, aber ich denke, das mit den Wohnungen im Untergrund ist tatsächlich eine gute Idee. Kann man so umsetzen. Was man auch umsetzen kann, ist dieses Loch da zu füllen. Oh, und die Erfahrungspunkte hier mitzunehmen. Ich möchte ja Verzauberungsgedöns hier so an mein Haus anbauen. Und da kann man zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus draus machen. Oder einfach nur einen großen unterirdischen Turm oder sowas. Ah, natürlich. So, weg mit dir. Schon ein ganz heftiger Komplex geworden, Mensch. Muss ich mal so sagen. Die kleine Schlucht hat sich ganz schön entwickelt. Meine Nerven. Schisch. Okay, und jetzt können wir ja ganz gemütlich einfach rausspazieren. Das war gut. Ich wollte nicht den Optifine-Zoom aktivieren. Vielen Dank. So.
So, so, so. Wow, hell. Nee, diesmal keine Kuh. Aber Schweine. Ganz, ganz viele Schweine. Was? Warum spawnen hier auf einmal so viele, viele Tiere? Was ist da los? Vor allen Dingen ist, seit ich Emiro gezähmt habe, hier nie wieder ein Wolf gespawnt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Aufnahmesession. Die erste Facecam-Session. Und das nächste Mal bauen wir dann wahrscheinlich endlich wieder am Haus weiter. Und ich sehe da eine Insel in der Ferne. Muss ich gleich in World Edit reingehen und die alle löschen. Damit es bloß weiterhin das Inselabenteuer bleibt. Gut, dann danke ich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.